Hallo, ich bin Ivi von nebox.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. In diesem kurzen Nähvideo zeige ich dir Schritt für Schritt, wie einfach und schnell du dir dieses Jersey-Shirt mit charmantem Herzausschnitt und wahlweise mit einem größeren Herz auf dem Vorderteil und einem kleineren auf dem Rückenteil mit deiner Haushaltsnähmaschine oder deiner Overlock zu Hause ganz einfach selbst nähen kannst. Das Schnittmuster in den Größen 32 bis 52 kannst du dir hier ganz einfach herunterladen. Und los geht's! Das Shirt kannst du dir aus den verschiedensten Jersey-Stoffen nähen. Es sitzt körpernah und hat einen charmanten, tieferen Herzausschnitt auf dem Vorderteil und einen kleinen, dezenteren auf dem Rückenteil. Als besonderes Highlight und kleinen Eyecatcher kannst du beide Herzausschnitte auf Vorder- und Rückenteil jeweils mit einer Herzapplikation versehen, einer größeren auf dem Vorderteil und einer kleinen auf dem Rückenteil. Bei den Ärmeln kannst du zwischen Dreiviertelarm, Kurzarm und Langarm wählen. Diese Schnittteile aus vorgewaschenem Jersey benötigst du. Ein Vorderteil mit tieferem Herzausschnitt, dazu einen passenden Halsbeleg. Ein Rückenteil mit flacherem Herzausschnitt und ebenfalls passendem Halsbeleg, sowie die beiden Ärmel. All diese praktischen Nähhelfer, die du benötigst, habe ich dir unten im Beschreibungstext aufgelistet und zum Kauf verlinkt. Übertrage alle Markierungen wie die vordere Mitte auf dem Vorderteil sowie die beiden Ärmelmarkierungen. Auf dem Rückenteil die hintere Mitte und ebenfalls die Ärmelmarkierung. Und schlussendlich die Markierung auf den Ärmeln S für Schulter, zweimal V für vorn und einmal H für hinten. All diese Markierungen helfen dir später. Die beiden Halsbelege schneidest du je noch einmal aus Flieseline H180 oder H200 zu. Auch hier unbedingt die Markierung für die vordere bzw. hintere Mitte übertragen, sowie die kleinen Strichmarkierungen immer dort, wo der Ausschnitt seine Richtung ändert. Das kannst du alternativ auch gern auf dem identischen Fließbeleg zuschnitten tun, da diese später auf die Jersey-Belege aufgebügelt werden. Zum Einfassen deines Ausschnittes auf Vorder- und Rückenteil mit zwei Herzapplikationen benötigst du einen Jersey-Zuschnitt, auf welchem beide Herzschablonen Platz finden, und sogenanntes Flisofix. Dieses besteht aus zwei Schichten, einem Transferpapier und einer hauchdünnen Fließschicht. Das Flisofix wird später auf deinen Stoff gebügelt. Damit du deinen Beleg später ganz einfach an deinen Ausschnitt von Vorder- und Rückenteil nähen kannst, ohne dass sich die Schnittkanten dabei einrollen können, wird der Ausschnitt auf beiden Teilen mit Flieseline verstärkt und gebändigt. Dafür kannst du entweder Flieseline als Band verwenden und den Ausschnitt stückchenweise damit belegen. Oder du verwendest Flieseline H180 oder H200 als Meterware und schneidest dir die beiden Halsbelege in kürzerer Länge erneut aus Flieseline zu, wie ich hier. Die linke, weniger schöne Seite deines Vorderteils liegt oben auf und jetzt legst du die Flieseline mit der rauen Seite bündig an deinen Ausschnitt an. Beide Schnittkanten schließen also bündig ab. Jetzt bügelst du die Flieseline Stück für Stück auf deinen Ausschnitt. Und so schaut das Ganze dann aus. Durch die Hitze des Bügeleisens wurde der Kleber aktiviert und beides haftet perfekt zusammen. Damit hast du den Ausschnitt verstärkt und gebändigt. Und das gleiche machst du auf dem Rückenteil. Platziere die Flieseline mit der rauen Seite auf der linken Seite deines Rückenteils, bündig am Ausschnitt und bügel sie auf dein Rückenteil. Und so schauen die beiden mit fließverstärkten Ausschnitte dann aus. Jetzt werden auch noch die beiden Halsbelege mit Flieseline H180 oder H200 verstärkt. Platziere auch hier die Flieseline mit der rauen Seite auf der jeweils linken Seite deiner Belege, richte alles bündig aus und fixiere beides durch Bügeln. So sind auch diese beiden verstärkt und lassen sich am Herzausschnitt leichter weiterverarbeiten. Schnapp dir nun die beiden Schablonen 1 und 3, bei welchen nur unten eine Nahtzugabe eingezeichnet ist. Lege die beiden mit Flieseline verstärkten Halsbelege mit der linken weniger schönen Seite oben vor dich hin. Platziere nun beide Schablonen so auf deinen Belegen, dass sie jeweils unten bündig abschließen. Am oberen Ende der Schablonen entlang zeichnest du mit Trickmarker oder Schneiderkreide eine Hilfslinie ein. So schaut deine Hilfslinie dann aus und das gleiche machst du auf dem zweiten Beleg. Solltest du dein Shirt wie dieses hier ohne extra Herzbügelapplikation nähen wollen, dann geht es direkt hier für dich weiter.
Für deine beiden Herzapplikationen benötigst du die beiden Schablonen, einen vorgewaschenen Jersey-Zuschnitt und dein Flisofix. Lege das Flisofix mit der Fließseite auf die linke Stoffseite deines Jerseys, also so, dass nicht das Papier, sondern das Flies deinen Stoff berührt. Der Zuschnitt muss so groß sein, dass beide Schablonen Platz finden. Bügele nun das Flisofix auf seiner Papierseite auf den Jersey, bis Stoff und Flisofix überall fest aneinander haften. Lege nun die beiden Herzschablonen so auf, dass der Fadenlauf des Stoffes senkrecht durch beide Herzen verläuft und umrande beide mit einem Stift. Jetzt kannst du beide mit deiner Stoffschere ausschneiden. Und so schauen die beiden Herzapplikationen dann aus. Lege nun das Vorder- und Rückenteil mit der rechten Schönseite oben vor dich hin. Die Markierungen auf der linken Seite liegen also verdeckt auf dem Tisch. Nimm beide Herzen zur Hand und entferne vorsichtig das Papier. Beide Herzen haben nun eine stumpfe, klebende Oberfläche. Diese platzierst du zunächst bündig am Herzausschnitt deines Shirts. Und schiebst das Herz dann vorsichtig etwa 1 bis 2 mm über die Schnittkante des Ausschnitts hinweg und drückst sie fest. Das gleiche machst du mit dem kleinen Herzen auf dem Rückenteil. Die Nahtzugabe der beiden Herzen wird später nicht mehr zu sehen sein. Bügele nun beide Herzen fest. Bewege das Bügeleisen dabei nicht, sondern setze es immer wieder ab, damit das Herz nicht verrutschen kann. Und so schaut das Ganze dann auf der linken Rückseite aus. Die beiden Herzen schauen also ein klein wenig über die Schnittkante hinaus. Durch die Hitze des Bügeleisens haften deine Herzen jetzt fest am Ausschnitt. Und damit das so bleibt und sie sich nach dem Waschen auch nicht wieder lösen können, werden sie nun ringsherum mit einem kurzen Zickzackstich oder Geradstich festgenäht. Der sogenannte Applikationsstich näht horizontal hin und her, ähnlich wie bei einem automatischen Knopflochprogramm. Ganz egal, welchen Stich du favorisierst, teste ihn unbedingt vorher auf einem Stoffrest und auf einem aufgebügelten Testherzen und variiere die Stichlänge je nach Herzgröße. Und so schaut das applizierte Herz dann mit einem Applikationsstich aus. Wichtig ist, dass du knappkantig auf Herz- und Shirtseite nähst und das Herz wirklich ringsherum festnähst. Nähe stückchenweise bis zur Ecke, setze die Nadel im Stoff ab, hebe den Nähfuß, drehe dir den Stoff in die neue Nährichtung und nähe weiter bis zur Spitze. Setze dort die Nadel wieder ab, hebe den Nähfuß, drehe dir alles in die neue Nährichtung, nähe bis zur nächsten Ecke, setze die Nadel ab, hebe den Nähfuß und nähe bis zum Ende. Verriegle deine Naht unbedingt am Anfang und Ende. Wenn du so beide Herzen mit deinem Wunschstich appliziert hast, bügel sie nun schön flach, insbesondere an der Applikationsnaht. Ganz egal, ob du Herzen appliziert hast oder nicht, so geht's weiter. Lege das Vorderteil rechts auf das Rückenteil, die schönen Stoffseiten berühren sich also im Innern, und richte die Schnittkanten an den Schultern jeweils bündig aus. Stecke sie zusammen und nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe und einem elastischen Stich zusammen. Verriegele am Anfang und Ende und verwende eine passende Garnfarbe. Zum Vernähen elastischer Stoffe brauchst du einen elastischen Stich, damit deine Naht genauso dehnbar ist wie dein Stoff und nicht reißen kann. Ein normaler Geradstich ist hier nicht so gut geeignet, da er bei Dehnung und Beanspruchung deines Shirts reißen kann. Stattdessen kannst du diverse elastische Stiche verwenden. Du kannst einen kurzen Zickzackstich oder einen kurzen schrägen Zickzackstich verwenden. Stelle dir dann eine sehr kurze Stichlänge und Breite ein. Denn ansonsten sind die Abstände zwischen den Zacken zu groß und du hast ein unschönes, unterbrochenes Nahtbild auf der rechten Schönstoffseite deines Shirts. Je kürzer die Stichlänge und Breite, umso besser. Alternativ kannst du diverse Overlock-Stiche auf deiner Nähmaschine nutzen oder zu guter Letzt einen Dreifach-Geradstich mit langer Stichlänge. Mein Tipp? Beginne am besten immer etwas auf dem Stoff zu nähen, damit deine Maschine den Stoffanfang nicht fressen kann. Für elastische Stoffe benötigst du eine Jersey- oder Stretchnadel. Beide haben eine abgerundete Spitze.
So kann deine Nähmaschinennadel die Fäden, die zu Maschen gefertigt sind, nicht durchtrennen und eine Laufmasche bilden, sondern verdrängt die Fäden und sticht daran vorbei. Du kannst das Shirt mit einem Standard-Nähfuß nähen oder aber du verwendest einen sogenannten Obertransportfuß. Dein Stoff wird immer von unten über die Zacken in deiner Stichplatte transportiert und weiter bewegt. Der Obertransportfuß, also dieser ganze Kasten plus Nähfuß, transportiert deinen Stoff auch von oben. So lässt sich dein Jersey noch einfacher nähen. Den Obertransportfuß gibt es von jedem Hersteller passend zu jeder Nähmaschine. Und er lässt sich ganz einfach mit deinem Standard-Schraubenzieher und der dazugehörigen Schraube austauschen und anbringen. Solltest du öfters elastische Stoffe verarbeiten, ist er auf jeden Fall eine super Anschaffung. Aber nicht nur dafür. Auch das Nähen von stumpfen Stoffen wie Kunstleder, Wachstuch und Regenjackenstoffen oder von ganz feinen rutschigen Stoffen geht damit viel einfacher. Weiter geht's mit den beiden Halsbelägen. Bevor sie an den Ausschnitt genäht werden, müssen sie an den schmalen Schulterschnittkanten noch zum Ring geschlossen werden. Lege sie mit der rechten schönen Seite vor dich hin. Platziere beide nun so rechts aufeinander, dass die Schulterkanten bündig abschließen. Stecke diese zusammen und nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe und deinem elastischen Stich fest. Benutze weiterhin eine passende Garnfarbe und verriegele am Anfang und Ende. Klappe das zusammengenähte Vorder- und Rückenteil nun so auseinander, dass die rechten schönen Seiten und gegebenenfalls deine Herzen oben liegen. Nimm dir deinen Belegring zur Hand und platziere ihn rechts auf deinem Ausschnitt. Die beiden Schulternähte treffen dabei exakt aufeinander. Damit an den Schultern nicht zu viel Stoff aufeinander liegt, kannst du die Nahtzugabe auf Belegseite gern noch etwas bis kurz vor die Naht zurückschneiden. Richte den Beleg nun ringsherum bündig am Ausschnitt aus und stecke alles gut mit Klammern oder Nadeln fest. Jetzt nähst du auf der eingezeichneten Hilfslinie entlang den Beleg an den Ausschnitt. Nähe also auch einmal ringsherum von Ecke zu Ecke und prüfe zwischendurch immer wieder, dass alles weiterhin schön bündig liegt. Senke dazu unbedingt die Nadel im Stoff ab, damit nichts verrutscht und du in deiner Naht bleibst. Verwende einen kurzen Geradstich und eine passende Garnfarbe. Beginne am besten an einer der geraden Seiten und nähe bis zur ersten Ecke. Senke die Nadel im Stoff ab, hebe den Nähfuß und drehe dir alles in die richtige Richtung und nähe weiter bis zur nächsten Ecke und so weiter. Dort, wo deine Hilfslinie an den Seiten fehlt, nähe einfach mit 0,7 cm Nahtzugabe bzw. Nähfüßchenbreit weiter. Verriegele deine Naht am Anfang und Ende. Wenn der Halsbelegring ringsherum angenäht ist, wird er an den markierten Ecken bzw. Stellen eingeschnitten. Und zwar unbedingt bis kurz vor die Naht, damit sich die Herzen und der Ausschnitt gleich wunderschön ausformen lassen. Wenn du alle Markierungen ringsherum eingeschnitten hast, kannst du die Nahtzugabe ringsherum noch etwa 2 bis 3 mm zurückschneiden. Durch das Einschneiden der Ecken und das Rückschneiden der Nahtzugabe lässt sich der Ausschnitt nun prima wenden und ausformen. Beginne bei den Herzen und forme die Herzbögen, indem du deine Finger stückchenweise gegen die Naht drückst. Forme die Herzen so lange aus, bis das Herz die perfekte Form hat. Nimm dir zum Ausformen auch gern einen Gegenstand mit abgerundeten Stiel zur Hand. Das macht das Ganze noch leichter. Sollte das Herz sich dennoch nicht perfekt ausformen lassen, prüfe, ob du die Ecken wirklich bis kurz vor die Naht eingeschnitten hast und schneide gegebenenfalls nach. Wenn alles gut ausschaut, bügele den Ausschnitt ringsherum noch einmal in Form und zwar so, dass der Beleg im Innern bleibt und von außen nicht hervorblitzt. Bügele den Ausschnitt in Höhe der Herzen besonders schön flach. Nun wird der Beleg gleich noch knappkantig abgesteppt. Bevor du das tust, wird die Nahtzugabe noch am Beleg fixiert. Dazu wendest du das Ganze auf die Rückseite, also so, dass dein Beleg oben aufliegt. Schlage ihn beiseite, so dass du deine gekürzte Nahtzugabe siehst und klappe die Nahtzugabe auf Belegseite, also nicht auf Shirtseite, sondern auf Belegseite und nähe sie knapp neben der Naht am Beleg fest. Verwende einen kurzen Geradstich und nähe parallel zur sichtbaren Naht.
Diese neue Naht ist von außen später nicht zu sehen. Lediglich von innen auf den Beleg und sicher diesen im Innern vor dem Herausrutschen. Jetzt kannst du den Beleg noch ringsherum am Ausschnitt knappkantig feststeppen. Verwende dazu einen langen Geradstich in passender Garnfarbe. Du kannst ihn komplett festnähen oder aber die beiden Herzen aussparen. Wenn du sie nicht aussparen möchtest, dann wechsle die Garnfarbe. Nähe dann jeweils die Herzen in passender Garnfarbe und anschließend die Strecken dazwischen in anderer. Nun geht es nochmal an den Beleg, der im Innern noch lose absteht. Du kannst ihn ringsherum knapp neben der Naht wegschneiden, damit er nicht absteht, oder alternativ kannst du ihn mit einer zweiten Naht am Ausschnitt festnähen. Wende dazu alles auf die Rückseite und platziere die Schablonen 2 und 4 jeweils bündig am Ausschnitt. Ringsum das Ende der beiden Schablonen zeichnest du nun eine weitere Hilfslinie mit Schneiderkreide oder Trickmarker. Entlang dieser Linie nähst du nun den Beleg am Shirt fest. Die beiden Herzen werden aus optischen Gründen ausgespart und der Beleg wird dort nicht festgenäht. Und so schaut deine Naht dann von außen aus. Je nach Stoff ist sie mal weniger oder mal mehr zu sehen und kann ein schönes dekoratives Detail sein. Wenn du diese zweite Naht nicht nähen möchtest, deinen Beleg aber dennoch im Innern fixieren möchtest, kannst du ihn jetzt beinahe unsichtbar mit einem sogenannten Blindstich von Hand auf Belegseite festnähen. Wie das geht, zeige ich dir jetzt mal auf einem umgeschlagenen Stoffrest. Du benötigst eine Handnähnadel, fädelst Garn in passender Garnfarbe auf und verknotest das Ende. Dann stichst du knapp neben der Schnittkante, was dein Beleg wäre, von unten durch deinen Beleg, legst den Faden jetzt schräg nach unten auf Shirtseite und stichst knapp neben der Schnittkante durch dein Shirt. Aber nicht komplett, sondern versuchst nur ein paar Maschen zu erwischen, damit der Stich von der Außenseite später je nach Stoff kaum bis gar nicht sichtbar ist. Dann stichst du wieder schräg nach oben durch deinen Beleg. Ziehe den Faden jedoch nicht fest, damit der Ausschnitt keine Wellen schlägt. Dann stichst du wieder schräg nach unten durch ein paar Maschen deines Shirts und dann wieder schräg nach oben durch deinen Beleg. Und das machst du die gesamte Strecke so, bis dein Beleg ringsherum locker festgenäht ist. Je nach Stofffarbe und Muster ist diese Naht von außen später kaum bis nicht sichtbar. Wenn du deinen Beleg entweder eingekürzt oder festgenäht hast, legst du nun Vorder- und Rückenteil rechts aufeinander. Platziere beide so, dass die Seiten bündig abschließen, stecke sie fest und nähe sie anschließend mit 1 cm Nahtzugabe und deinem elastischen Stich zusammen. Weiter geht's mit den beiden Ärmeln. Die rechten Schönstoffseiten liegen oben und du faltest die Seiten jeweils bündig rechts aufeinander, steckst sie zusammen und nähst sie mit 1 cm Nahtzugabe und deinem elastischen Stich zusammen. Beginne dabei, wieder etwas auf dem Stoff zu nähen. Sortiere die beiden Ärmel anhand der Markierung passend an das Shirt. Dabei liegt alles links herum. Anschließend wendest du die Ärmel auf rechts. Nimm dir das linke Ärmelloch und lege es kreisrund vor dir hin. Schnapp dir deinen gewendeten, passenden Ärmel, stecke deine Hand in die breiteste Stelle und stecke den Ärmel mit der schmalsten Stelle voran durch die Ärmelöffnung. Die rechten Schönstoffseiten berühren sich im Innern. Greif dir die Markierung S für Schulter auf deinem Ärmel und platziere sie rechts auf der Schulternaht deines Shirts und stecke beides bündig zusammen. Nun schnapp dir die Achselnaht deines Ärmels und platziere sie bündig auf der Seitennaht deines Shirts und stecke beides fest.
Platziere nun auch die Ärmelmarkierung V für vorn auf der gleichen Markierung auf dem Vorderteil. Diese gibt es ein zweites Mal. Und schlussendlich platzierst du die Ärmelmarkierung H für hinten auf der gleichnamigen auf dem Rückenteil. Stecke jetzt auch die Strecken dazwischen schön bündig zusammen. Das gleiche machst du mit dem zweiten Ärmel. Lege das Ärmelloch wieder Kreisrundfolie hin, greife in den gewendeten passenden Ärmel und stecke ihn mit der schmalsten Stelle voran durch die Ärmelöffnung. Stecke die Schultermarkierung und Schulternaht zusammen, dann die Achselnaht und Seitennaht zusammen und anschließend die Markierung H für hinten und die beiden Markierungen V für vorn. Stecke dann auch noch die Strecken dazwischen wieder bündig zusammen. Nun nähst du die Ärmel nacheinander mit 1 cm Nahtzugabe und deinem elastischen Stich an dein Shirt. Wenn du beide Ärmel ringsherum angenäht hast, wird der Saum umgeschlagen und festgenäht. Nimm dir Trickmarker und Handmaß zur Hilfe und setze dir an der Seitennaht beginnend in Höhe von 6 cm zur Schnittkante eine kleine Markierung. Das gleiche machst du an der zweiten Seitennaht. Und anschließend ringsherum den gesamten Saum entlang. Wenn du dir den Saum ringsherum markiert hast, schlägst du ihn nun an der Seitennaht beginnend bis zu deiner Markierung um und steckst ihn fest. Das gleiche machst du auf der anderen Seite. Und nun auch ringsherum. Wenn der Saum ringsherum festgesteckt ist, wird er nun mit 2,5 cm Nahtzugabe ringsherum festgenäht. Dazu kannst du beispielsweise einen durchgängigen oder unterbrochenen Zickzackstich verwenden. Dieser ist super elastisch und gleichzeitig sehr dekorativ. Du kannst auf Saum- oder Shirtseite nähen, da das Nahtbild auf beiden Seiten identisch ist. Alternativ kannst du eine Zwillingsnaht wie bei gekaufter Kleidung nähen. Dazu brauchst du eine sogenannte Zwillingsnadel, zwei identische Garnrollen und einen extra Garnrollenhalter. Bei der Zwillingsnaht musst du jedoch zwingend auf Shirtseite nähen, da das Nahtbild auf beiden Seiten unterschiedlich ist. So schaut dann beispielsweise die Zwillingsnaht auf der linken und auf der rechten schönen Shirtseite aus. Fast geschafft! Jetzt fehlen nur noch die beiden Ärmelsäume. Nimm dir wieder Handmaß und Trickmarker zur Hand und setze dir jetzt eine Markierung bei nur 5 cm Abstand zur Schnittkante. Beginne an der Seitennaht und mach das ringsherum um beide Ärmelenden. Dann schlägst du den Ärmelsaum an der Seitennaht beginnend zu deiner gesetzten Markierung um und steckst ihn fest. Und das gleiche machst du mit dem gesamten Ärmelsaum. Jetzt nähst du den Saum mit 2 cm Nahtzugabe und deinem elastischen Stich fest. Wenn beide Ärmelsäume umgenäht sind, dann noch alle überschüssigen Fäden abschneiden, das Shirt auf rechts wenden, nochmal alles schön in Form bügeln. Und voilà, fertig ist dein Jersey-Shirt mit Herzausschnitt. Jetzt nur noch hier das Schnittmuster herunterladen und dran an die Nähmaschine. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nähen und viel Freude mit deinem fertigen Meisterwerk. Und sollte dich die Nählust mal wieder packen, dann schau unbedingt hier wieder im Kanal vorbei, denn es warten jede Menge weitere spannende Nähprojekte auf dich, wie zum Beispiel unser Jersey-Kleid Smokely, unser Sweatblazer Dabla, das Damen-Sommer-Top Dasoto oder das Raglan-Shirt Rackler. Ein Besuch lohnt sich. Bis dahin und alles Liebe, deine Ivy von nähbox.de.